1933. Adolf Hitler kommt an die Macht. Nur 4 Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler spricht er vor seinen Reichswehroffizieren von der Eroberung des Lebensraumes im Osten. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Die Folge: unendliches Leid. Auch deutsche Soldaten waren vor der Verfolgung der Militärgerichte wegen Desertion oder selbst kleinster Delikte nicht sicher. Unzählige Verurteilte wurden oft unter unmenschlichen Bedingungen in den Gefängnissen der Wehrmacht gehalten und hingerichtet. Am 8. Mai 1945 endet der Zweite Weltkrieg. Als die Waffen endlich schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Menschen tot. »85 Jahre später. Das ehemalige NS-Wehrmachtsgefängnis in Anklam. Heute eine Gedenkstätte bietet der Ort Gelegenheit, wichtige Etappen deutscher Geschichte zu begreifen und daraus zu lernen. Das Gebäude ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Brutalität des NS-Regimes und eine Mahnung, das, was dort geschehen ist, niemals zu vergessen.« Mittwoch, der 3. April 2024, 17 Uhr. Ein historisches Datum. An diesem Tag eröffnet die Gedenkstätte eine Sonderausstellung, was damals Recht war, Soldaten und Zivilisten vor den Gerichten der Wehrmacht. Eine Ausstellung der Stiftung Denkmal der ermordeten Juden Europas. Ja, es ist ein authentischer Gedenkort, oder wenn wir würden besser sagen, es soll zukünftig ein authentischer Lern- und Bildungsort sein, weil es kein anderes Wehrmachtsgefängnis in Deutschland mehr gibt, was in dieser Form sozusagen so erhalten ist. Und insofern hat er natürlich eine historisch und auch zukunftsweisende Bedeutung, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, dass dieser Ort erhalten wird. Und ja, man sieht das ja auch in der heutigen Ausstellungseröffnung, dass wir die Aufgabe haben, diesen historischen Ort zu bewahren und ihn noch mehr Menschen zugänglich zu machen, beziehungsweise dafür Sorge zu tragen, dass noch Menschen diesen Ort besuchen. Zur Eröffnung hat sich hoher Besuch angekündigt. Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, lässt es sich nicht nehmen, an diesem besonderen Tag die Grußworte selbst zu sprechen. Unter den geladenen Gästen auch Jochen Schmidt von der Zentrale für politische Bildung und Uwe Neumerker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Selbst die Bundeswehr ist vertreten, für Brigadegeneral Nerger eine Herzensangelegenheit, an solch einem besonderen Ort eine Ausstellung wie diese mit zu eröffnen. Das von 1940 bis 1945 betriebene Wehrmachtsgefängnis ist heute ein Gedenkort für die Opfer der nationalsozialistischen Militärjustiz. Übrigens das einzige seiner Art und das im gesamten Bundesgebiet. Die Ausstellung zeigt anhand von ausgewählten Biografien das Wirken und die Bedeutung der Wehrmachtsjustiz im Zweiten Weltkrieg. Ich denke mal, vor allen Dingen nimmt man mit, was damals hier passiert ist. Man kann sich ein eigenes Bild machen über die Zeit des Nationalsozialismus, aber vor allen Dingen auch der Justiz, der Wehrmachtsjustiz in dieser Zeit. Über die Frage, was damals Recht war, ist das heute Unrecht, braucht man, glaube ich, nicht mehr zu streiten. Und dieser Ort ist eben authentisch darum auch zu sehen, wer hier oder wie man hier letzten Endes auch behandelt wurde, wie man hier, verurteilt wurde und wie man am Ende auch hingerichtet wurde. Die Führung durch die Sonderausstellung beginnt. Schon nach wenigen Schritten wird Gästen und Besuchern Hitlers Nationalsozialismus in seiner ganzen Brutalität erfahrbar gemacht. Eine Ideologie, die Macht einiger weniger über den Rest der Welt wollte. Bei dem Versuch, die Geschehnisse von Anklam zu begreifen, erschien es den Machern der Ausstellung wichtig, Fakten zu präsentieren, verbunden mit einer persönlichen Biografie. Denn hinter all diesen Zahlen steht immer auch ein Mensch, ein Schicksal.
Die Opfer selbst können sich nicht mehr darstellen. Doch wir können an sie erinnern. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass es uns gelingt, im Rahmen der Lern- und Bildungsarbeit möglichst jeden Schüler der Republik in dieses Haus zu holen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Ort eine Anerkennung der Bundesregierung bekommt als nationaler Gedenkort oder als nationaler Bildungs- und Lernort. Und wir haben ja heute zumindest von den anwesenden hochrangigen Gästen gehört, dass man sich dafür einsetzen will, egal ob man bei der Bundeswehr tätig ist, bei Stiftungen des Bundes tätig ist oder eben als Ministerin des Landes. Und das wären meine beiden großen Wünsche, dass wir nicht als Hansestadt Anklam alleine uns um diesen Ort kümmern müssen, sondern dass er einfach eine breitere Aufstellung bekommt. Die Botschaft der Ausstellung in Anklam ist klar. Es ist eine simple Wahrheit. Krieg ist die schlimmste Entartung unserer Zivilisation, für die es keine Rechtfertigung gibt.